Wir müssen mit dem Tier auf jeden Fall in den Tempel der Ekstase. Aber greif zu, der Apfelkruse wird sonst ganz kalt. Lecker, lecker. Also ich wasche mir erstmal die Hände nach dem Tobria-Viertel da. Vor allem hast du auch immer noch den blutigen Handabdruck auf deiner Robe. Ja, der ist jetzt so nicht hübsch, aber tut mir auch nicht weiter was. Der wohl wieder rausgeht? Die Leute glauben ja, wir hätten jemanden erschlagen, wenn wir an ihnen vorbeilaufen. Ach, ist nicht mein Problem. Das gebe ich in die Wäscherei. Ihr müsst eure Roben nicht selber waschen? Nein, ich bin keine Rekrutin mehr. Verflucht, ich bin beim falschen Orden gelandet, glaube ich. Offensichtlich. Also Abelmir, dass das Pferd halb blind ist, ist nicht so schlimm. Damit kommen Pferde eigentlich ganz gut klar, aber dass es lahmt, das ist wirklich ein Problem. Nee, ja. Ich war auch lang genug halb blind und ich bin auch wunderbar zurechtgekommen. Das ist nur eine andere Sache. Aber vielleicht kann Kiaras sich etwas tun für dieses Pferd. Reihegeweihte haben ein Händchen für Pferde, habe ich gehört. Hä? Wie, ihr wart halb blind? Ich dachte, ihr hattet schon immer zwei Augen und habt nur zwischendurch eure Augenklappe getragen. Das ist eine lange und komplizierte Geschichte, immer. Achso. Na dann. Ich werde so gleich morgen mal in den Raya-Tempel gehen. Vielleicht können Sie mir ein paar hilfreiche Hinweise geben zur Pflege von Pferden. Ich begleite euch natürlich gerne dorthin. Ihr solltet mich übrigens alle mal begleiten. Ihr könnt es gebrauchen. Und ihr, Abelmir, solltet vielleicht nie wieder allein ein Pferd kaufen gehen. Das ist auch eine gute Idee. Nun, es war vielleicht auch unser Fehler, ihn allein dort hineinzuschicken. Ich glaube, ich werde auch niemals allein dieses Viertel wieder betreten. Es erschien mir etwas, naja, wie soll ich sagen, ungeheuer. Diese Armut, unbegreiflich. Wie kann man so leben? Man lebt so, weil man so leben muss. Ja, ich fürchte, man hat keine Wahl. Aber, nun, einfach neue Häuser bauen oder die Stadt erweitern ist auch weit schwerer, als ihr euch das vorstellt. Es bedarf nur etwas Organisation. Organisation ist alles. Gebt den Leuten etwas zu tun. Das kostet weit mehr Ressourcen, als ihr glaubt. Ich habe die letzten 2 Jahre damit zugebracht, versucht, Helmport wieder aufzubauen. Das ist ein sehr, sehr geldintensives Unterfangen. Außerdem werden wir Helmport. Ein kleines Dorf auf der Sanzarak-Halbinsel. Unser Versuch, Maraskan langsam aber stetig zurückzuerobern. Was wollt ihr denn auf dieser götterverlassenen Insel? Sie zurückerobern. Afax in die Suppe spucken. Das ist eine Motivation, die ich verstehen kann, aber diese Insel, die hätten die besser damals abgebrannt. Ich wünsche dafür sehr wenig. Das wiederum ist etwas, das ich gut verstehen kann. Ja, wie gesagt, dafür ist sie ein wenig zu feucht, um sie abzubrennen. Und die Dämonen dort interessieren sich wahrscheinlich eher weniger für Feuer. Jedenfalls werden diese Menschen ja auch nicht für immer hier bleiben. Eines Tages ist Tobrien wieder befreit und dann können sie alle nach Hause. Das will ich doch hoffen. Aber würdet ihr nicht glauben, dass, wenn die Leute beschäftigt sind, sie etwas tun können, dass sie ihre Zeit sinnvoll nutzen können? Und dann würde sich auch dieses Elend von selbst erledigen. Und sie nutzen ihre Zeit doch sinnvoll. Ihr habt doch gesehen, sie handeln mit Pferden und Schmieden und... Nun ja, aber ihr seht doch, was dabei rauskommt. Dennoch denke ich, dass das die wenigsten sind, die das können. Ein Handwerk nachgehen in diesem Viertel. Ja, aber ein Söldnertum. Wir könnten doch einen Söldner, ein paar von ihnen als Söldner anheuern vielleicht. Ja, wenn man sie dazu überzeugen könnte, dass sie nun sich einschreiben, zu den Waffen greifen. Seht ihr? Beschäftigung. Naja, einige von ihre Heimat zurückzuerobern. Naja, es gibt einen Unterschied zwischen sich einschreiben lassen oder Söldner angeheuert werden für eine spezielle Mission, wie zum Beispiel unsere. Nun, wenn man sich einschreibt, bekommt man wenigstens eine Waffe. Waffen zur Verfügung zu stellen, sollte kein größeres Problem sein. Kostspieliges Problem. Waffen sind teuer, oder nicht? Also, gerade für mehrere Menschen, nicht nur für einen, meine ich. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die meisten Leute, die geflohen sind, ganz einfache Leute sind. Das sind keine Waffenknechte, das sind Landarbeiter, Handwerker. Ich glaube, die Landwehr, die vor Gare zusammengezogen wird, ist besser.
Also Ragnar hat mir damals erzählt, dass das Viertel da oben im Norden bei den Tobrien gefährlich ist, weil da eben viele Leute sind, die mit Waffen umgehen können und deren ausnehmen, wenn man arm ist. Also, arm ist. Was die wirklich könnten, das wäre Bogenschießen, weil gibt's ja diesen alten tobrischen Leitspruch, jeden Hof einen Bogen. Also da könnte es schon sein, dass da es Leute gibt, die damit umgehen können. Und vergesst nicht den Tross. Jede Armee braucht einen Tross. Mit Handwerkern, Waffenknechten, wir brauchen aber keinen Fuhrknechten. Alles, was so eine Armee am Leben erhält. Ich glaube nicht, dass wir Bogenschützen brauchen. Also so gar keine. Wir brauchen Leute mit Knüppeln, die notfalls in der Lage sind, den Willen ihrer Majestät durchzusetzen. Ja. Wir werden Polygon um Geldmittel petitieren müssen. Es sei denn, irgendjemand von euch versteckt zufällig keine 1000 Dukaten in seiner Tasche. Nein. Dann müssen wir ausgerechnet einen Polygon fragen. Wir müssen den Reichsgroßgeheimrat fragen, ganz gleich wie er heißt. Also gut. Ja, aber wenn wir wenigstens ein paar dieser Leute überzeugen können, sich anzuschließen, ich denke, jeder Mann, vor allem wenn es genug sind, wird gegen ein paar Untote bestehen können. Vor allem mit der Motivation, ihre Heimat zurückzuerobern. Mit etwas Glück werden sie das auch nicht müssen, sondern uns nur dabei behilflich sein, die Reichsstraße zu evakuieren. Da werden Fuhrknechte erforderlich sein, in großer Anzahl. Das stimmt wohl. Erkennt ihr denn einen fähigen Fuhrknecht, wenn ihr ihn seht? Nein. Aber jemand, der schon früher in Tobion als Fuhrknecht angestellt war? Und was hält irgendeinen Halunken davon ab, euch einfach zu erzählen, er sei als Fuhrknecht angestellt gewesen? Nun ja, spätestens wenn er das erste Mal auf einen Kutschbock steigt, wird sich sein Talent zeigen. Und wenn die Seeleute das erste Mal ein Segel setzen müssen, zeigt sich auch deren Talent, aber dann sind sie schon angestellt. Nun ja, ein Fuhrwerk kann ja nun nicht untergehen auf Ohrsee, nicht wahr? Ragnar mal. Also ein Fuhrwerk sollte man nicht bedienen, wenn man das nicht kann. Zumindest nicht, wenn man es nicht gezeigt bekommen hat und jemand daneben sitzen hat, der einen notfalls auch mal dann zeigt, wie man damit anhält, falls man doch mal irgendwie schnell wird. Das ist eine sehr fahrlässige Einstellung. Wie kann man einen guten Fuhrknecht von einem schlechten unterscheiden? Indem man Ahnung hat, wie man zum Beispiel jetzt hier sich mit solch einer Kutsche bewegt. Das ist mir auch richtig, aber wie kann man das erkennen als Außenstehender? Ob jemand etwas kann oder etwas nicht kann, nur indem man es austestet, oder? Entweder testen, ja, man kann ja Trockenübungen machen, man kann ja Holzpferdchen da hinstellen oder jetzt hier sagen, hier, da stellt man einen Stock in den Boden, verbindet damit die Zügel da dran, also macht da zwei, drei Stöcke in den Boden, verbindet die Zügel damit, hat dann jetzt hier irgendwie einen Baumstumpf, auf den die sich draufsetzen, sondern dann sollen die jetzt mal zeigen, wie man damit fährt. Trockenübungen mit zwei Stöcken und einem Holzstumpf, auf dem sie sitzen. Ihr könnt ihnen natürlich auch einfach ein richtiges Gefährt geben und sie mal fahren lassen, aber es könnte gefährlich für alle Beteiligten werden. Es könnte auch vor allen Dingen sein, dass sie versuchen würden, damit zu fliehen und dann müssen wir die wieder mit Reitern einfangen und dann haben wir natürlich Gerichtsprozesse, die keiner braucht. Da kann ich dran denken, ihr habt recht. Das wäre unvorteilhaft für alle. Das würde die Leute motivieren, so ein Wagen kostet bestimmt irgendwie über 100 Dukaten, damit fliehen zu wollen, die Pferde sind teuer. Dass das motiviert Leute, die arm sind, denn sie haben nichts zu verlieren. Also sie haben natürlich was zu verlieren, ihr Leben und ihre Freiheit, aber sie glauben, dass sie nichts zu verlieren haben. Vielleicht könnten wir jedem erfahrenen Fuhrknecht, den wir einstellen, einen Gehilfen oder einen Lehrling zur Verfügung stellen, damit er ihn anlernt. Fuhrknecht wird immer gebraucht. Und so kann der Tobrier sich weiterbilden und später eine Einkunft daraus generieren. Eine grundsätzlich gute Idee. Wenn ich zu Polygon gehe, werde ich ihm das nicht so erklären. Nun ja, ihr müsst ja nur das Geld fordern oder bitten. Was wir damit machen, das ist ihm wahrscheinlich egal. Wahrscheinlich will er schon, dass das Geld vernünftig angelegt ist, weil ja schon gesagt wurde, dass hier nicht Geld ist, um alle Flüchtlinge adäquat zu versorgen aktuell. Und auch wir haben bei weitem größere Sorgen. Denkt aber vielleicht hat der Reichsgroßgeheimrat auch Mittelsmänner dort oben im Viertel. Vielleicht können die uns ein bisschen weiterhelfen.
Sei es wie sei. Wie spät ist eigentlich jetzt? Ja, wenn ihr euch noch so ein bisschen unterhalten hattet, so gegen 18 Uhr wird es wohl wahrscheinlich gerade sein. So langsam geht die Sonne wieder unter. Wir haben gerade Frühling, die Tage werden wieder ein bisschen länger, aber ja, wenn du so nach draußen guckst, die letzten paar Sonnenstrahlen wirst du jetzt erkennen. Gibt es dann einen Pferdestall in meiner Nähe, wo ich einen Sack Hafer bekommen könnte? Klar. Dann würde ich mal rausgehen nochmal, also mich nochmal verabschieden von meinen Gefährten. Ich muss etwas besorgen und würde dann halt mir Hafer besorgen. Ja. Ja. Und vielleicht noch eine Decke, eine Pferdedecke für mein Pferd. Kannst du alles kaufen, alles zusammenbekommen. Ja. Aber hatten wir nicht gesagt, also sagt immer jetzt, hatten wir nicht gesagt, dass hat der Reichsgroßrat nicht gesagt, wir sollen irgendwie eine Liste aufstellen mit dem, was wir alles brauchen, damit wir ihn damit, also damit wir ihm sagen können, was wir brauchen, wenn wir so brauchen? Ist ja noch Hafer. Ja, nein, ich meinte jetzt allgemein für all die Dinge, die wir brauchen. Ich denke schon, dass wir noch einmal mit ihm reden müssen. Ja, aber wir sollten ihn seine Zeit so wird von nutzen. Ja, genau. Und was werden wir brauchen? 50 Schwerter, 50 Schilde, 50 gesteppte Wappenröcke. 50 leichte Armbrüste. Oder Bögen, was auch immer er hat. Ich denke, zuallererst sollten wir versuchen herauszufinden, ob es überhaupt möglich ist, diese Leute dort zu motivieren und zu helfen. Was schlagt ihr vor? Wir gehen erst rekrutieren und dann mit den Leuten, die wir haben, in der buchstäblichen, in der sprichwörtlichen Hand zu Polygon und sagen, wir haben so und so viele Mann, die brauchen Ausrüstung. Die Frage ist, wahrscheinlich am machen, wie das uns nicht rekrutieren ab. Wir? Ich denke nicht, dass wir einfach dorthin gehen können und verlauten können, dass wir nach Männern suchen, die nur mit uns in den Krieg ziehen. Wir suchen nach Männern, die eine Waffe halten können, den Rest werden sie schon verstehen. Zunächst sollten wir wohl eher uns ihr Vertrauen verdienen. Es sind Toboria. Warum sollten sie uns nicht vertrauen? Nun, es sind Toboria, die wahrscheinlich nicht viel Glauben an Adel oder Gerichtsbarkeit haben aktuell. Deswegen bieten wir ihnen ja auch blankes Gold an. Wenn sie sich einfach aus göttergefälligem Diensteifer in den Krieg werfen würden, müssten wir sie nicht bezahlen. Denn dann wären sie auch jetzt schon längst in der Armee oder hätten sich eingeschrieben. Ich denke mal, dass die Garretta-Armee jetzt hier auch jeden Tobria aufnehmen würde, der ernsthaft versucht, Soldat zu sein, oder? Ich denke, wir sollten etwas Ähnliches tun, wie wir in Festung getan haben. Ich sehe nicht, wo wir eine Dämonenarche hernehmen. Ich dachte eher daran, nun, die Leute ernähren, ihnen helfen, uns einen guten Ruf machen zunächst. Ich kenne die Taviergeweihte aus der Stadt hier in Gareth ganz gut. Und wir könnten wohl ein paar Nahrungsmittel auftreiben. Hoffentlich. Ich denke, es sollte definitiv möglich sein, zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Suppenküche oder ähnliches aufzumachen. Wie gesagt, ich kenne die Taviergeweihte hier in Gareth. Außerdem werden diese Leute dort, der eine Waffe halten kann, auffordern, sich in unseren Dienst zu stellen. Das ist ein Plan. Dann sollten wir vielleicht die Travierkirche erstmal in den Plan nicht mit einbauen. Ich glaube, die mögen es nicht, wenn wir die Suppenküchen zu Rekrutierungszwecken missbrauchen. Das mögen die nicht. Nein, das möchte ich auch gar nicht, sie zu Rekrutierungszwecken. Aber diese Leute hungern, sie brauchen Nahrung. Das sollte unser vorwiegender Zweck sein. Sollten wir Leute finden, die sich danach uns anschließen wollen, umso besser. Aber ja, nun. Immer, ihr wart ja nicht mit, aber wir haben es gesehen, wie es dort in dem Viertel vorgeht. Es ist nicht schön und so kann es auch nicht weitergehen. Ja, ich war nicht dort, das stimmt. Ich weiß auch nicht genau, wie Armut aussieht, wenn man nickt. Dann fragt ihr vielleicht den Falschen. Es ist anders als in Kunst schon immer, anders. Ja. Man hat zwar auch mit den maraskanischen Flüchtlingen zu kämpfen, doch das ist eine Nummer größer. Ihr habt recht, hungernde Menschen sind nicht gleich hungernde Menschen. Die Armen sind sich in der Regel sehr ähnlich, egal wohin ihr geht. Sie hungern und tun alles für Geld, da sie keine Wahl haben.
Also wollt ihr jetzt 50 Mann rekrutieren, habe ich das richtig verstanden? Oder noch mehr? Ich will so viele, wie wir kriegen können. Glaubt ihr denn, dass ihr so viele Waffen auftreiben könnt? Oder der Reichsgroßgeheimrat? Er wird nicht. Waffen werden in der Stadt genug verkauft. Man muss nur das Geld haben. Und wenn einer das Geld hat, dann ist das wohl Polygon. Naja, ich habe mir das vierte nicht angeguckt, aber glaubt ihr wirklich, dass ihr für eine, naja, sagen wir mal, so suizidale Offensive so viele Leute findet? Wir wollen die Leute nicht für eine Offensive. Was dann einmal das? Zum anderen wollen wir die Leute immer noch nicht für eine Offensive, sondern um uns bei der Evakuierung zu helfen. Ja. Und wenn wir keine Waffen kriegen, machen wir sie die Landwehr und nehmen, was wir haben. Ich will ja nichts behaupten, aber sind das nicht die Leute, die schon einmal vor einem Kampf davongelaufen sind? Es sind die Leute, die fliehen mussten, weil sie ihre Heimat verloren. Ja. Naja, ich kann das vielleicht auch schlecht bewerten, aber für mich sind das die Leute, die sich schon einmal zurückgezogen haben. Ja, wartet doch wohl nicht ernsthaft, von einem Bauern gegen Dämonen anzutreten. Haben sich eure Brüder nicht auch damals aus den Beilonker Bergen zurückgezogen? Werft ihr denen das auch vor? Naja, also was ich meine ist, diese Männer, die ihr da rekrutieren wollt, sind ja offensichtlich, naja, sagen wir es mal, alles andere als kampfbereite Männer. Sonst wären sie ja schon damals in die Armee hineingetreten oder würden es jetzt schon tun. Der Mut des einfachen Mannes ist nicht im Einzelnen zu finden, sondern in der Masse. Wenn sie erstmal aufgestellt sind, werden sie auch halten. Naja gut, solange ihr sie nicht für die Schlacht einsetzen wollt. Also, ich habe ja schon einmal eine Schlacht gegen Dämonen mitbekommen. Glaubt mir, viele Einheiten werden brechen und frisch ausgehobene Tobria werden die ersten sein, die laufen werden. Wenn ich euch noch einmal erklären muss, dass ich sie nicht gegen irgendwelche Dämonen oder Untoten einsetzen will, werfe ich mit irgendwas nach euch. Naja, ich glaube, es wird nur schwierig sein, ihnen zu erklären, dass ihr 50 einsatzbereite Truppen habt, die ihr dann nicht in einer Schlacht einsetzen wollt, in der es um die Sicherheit des Reiches geht. Mag sein, aber in dieser jener wird es dann auch nicht mehr darauf ankommen, ob sie halten oder nicht. Denn das ist nicht ihr Zweck. Dürfte ich einmal fragen, was ihr für eine Schlachterfahrung habt gegen Dämonen? Meine Männer ist vielleicht ein bisschen ausgeschmückt. Ich war damals dabei, in der dritten Dämonenschlacht. Ihr tatsächlich auch? Ja, ich war dabei. Welche Einheit habt ihr gedient? Natürlich, Alanfana Söldnerregiment. Das zweite waren wir. Worons ewiger Schlaf. Wir hatten die höchsten Verlustquoten. Versteht mich nicht falsch, aber diese Einheit wurde komplett aufgerieben. Fast. Was? Ihr seht den letzten Überlebenden. Tatsächlich. Ja. Einen Überlebenden gab's also doch. Dann herzlichen Glückwunsch. Ihr seid am Leben. Naja, ob das so ein Segen war, das mag ich nicht zu behaupten. Glaub mir, viele meiner Brüder, da wäre ich lieber gefolgt. Das waren viele, viele, viele schlaflose Nächte, die da gefolgt sind. Das glaube ich euch gerne. Das könnt ihr bestimmt selbst berichten. Sicher, aber ich denke, Boron wird sich etwas dabei gedacht haben, wenn er euch noch nicht zu sich geholt hat. Wollen wir es hoffen. Aber wenn ihr glaubt, dass man diese Männer rekrutieren kann, dann stehe ich euch dabei gerne bei. Aber es wird nicht einfach werden. Die werden, glaube ich, nicht gerne von oben herab behandelt. Ihr habt Erfahrung mit der Führung von Söldnern. Na gut, aber meine Söldner waren gut bezahlt. Können wir das diesen Männern auch versprechen? Wir können ihnen zumindest versprechen, dass sie bezahlt werden. Und das ist mehr, als sie jetzt haben. Ja, vielleicht könnt ihr etwas über Motivationsstrategien uns berichten. Vielleicht könnt ihr mit diesen reden. Ja, vielleicht, aber ich glaube, die sind hier vielleicht etwas illegal, was wir benutzt haben, um unsere Männer zu motivieren. Besorgt mir einfach Nahrungsmittel für ein paar hundert Leute, den Rest klären wir. Das sollte machbar sein. Paar hundert Leute? Wie lange? Also wie viele Tage? Was auch immer ihr auftreiben könnt. Kommt auf die Geldmittel an, die zur Verfügung stehen. Und was ihr denen geben wollt. Angesichts der Tatsache, dass das Turnier auch bald beginnt, glaube ich nicht, dass wir sonderlich lange dort stehen und Nahrung verteilen werden. Wir können ja sagen, erst einmal für die Dauer des Turniers. Das wären dann noch 5, mit heute 6 Tage, oder? Dazu zählen.
Also braucht ihr, wenn wir sozusagen morgen damit anfangen wollen, eine halbes Quader Nahrung. Ein halber Quader klingt sehr wenig. Naja, das sind für 100 Leute 5 Tage. Also wenn ihr da erstmal eine Suppenküche erstmal, aufmacht... Wie viel Tobria sind denn da, also jetzt Tobria, wie viele Menschen leben denn in diesem Viertel? Wie heißt dieses Viertel denn überhaupt, hohe Herren? Weiß ich, Zahnrosskuppel, was weiß ich, 20.000? Oh, das ist eine ganz andere Hausnummer. Wenn wir davon ausgehen, dass die Hälfte davon sozusagen auf die Suppenküche anspringt, wären das 10.000 Menschen, die da ganz gerne was zu essen hätten. Wenn wir sagen, dass es nicht die Hälfte ist, sondern vielleicht nur 10%, dann sind es 2.000. Dann sind es pro Tag 2 Quader Nahrung. Als wir den Festum ernährt haben, sind wir damit 30 eingelaufen. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder die Hälfte nur bekommt, dadurch, dass jeder was zu essen hat, aber eben nicht richtig satt wird, aber zumindest was zu essen hat, im Gegensatz zu den sonstigen Tagen, dann sind das immerhin noch 1 Quader am Tag. Kannst du so viel auftreiben oder kannst du nicht so viel auftreiben? Ich kann anfragen, was überhaupt in der Stadt vorrätig ist. Ich weiß es ja nicht, deswegen. Es wird wahrscheinlich einiges vorrätig sein. Wir sind mitten in der goldenen Aue. Hier sollte doch wohl Nahrung aufzutreiben sein. Ja. Also wie gesagt, ich gucke mal, was Weizen und Bohnen und sowas angeht, was eben recht günstig ist. Und was trotzdem satt macht. Wenn du günstig willst, nimm lieber Roggen oder Hafer. Okay, Roggen oder Hafer, kein Thema. Frage ich da zuerst nach, dass wir erstmal das günstigste bekommen. Aber wollt ihr das alleine verteilen oder wollt ihr euch da Hilfe suchen? Weil wenn ihr das alleine verteilen wollt, dann seid ihr da, aber könnt ihr nicht mehr am Turnier teilnehmen. Ihr werdet ja den ganzen Tag da stehen. Ich bin mir sicher, wenn wir uns um die Organisation dessen kümmern, werden uns die Kirchen sicherlich gerne helfen. Vor allem die Travia-Kirche. Natürlich wird sie das, aber sie wird es nicht tun, wenn ihr es zu Rekrutierungszwecken tun wollt, was sie dort tut. Oder wenn es einfach nur darum geht, zu sagen, hey, die Travia-Kirche verteilt hier Essen, das wird die gerne tun. Das denke ich auch. Das Problem wird aber auch sein, wir müssen das doch irgendwie absichern. Wir können nicht mit einer Tonne Essen in ein armes Viertel reinfahren ohne Sicherheit. Die werden uns das wegklauen, die werden uns ausrauben. Und wenn wir in die Kaserne laufen und sagen, wir brauchen einen Bannersoldaten, um in der Rostgruppe einen Tag lang Frieden zu stiften, werden die uns den Vogel zeigen und uns hinaustreten. Ihr seid doch Bannstrahler. Habt ihr denn keine Kontakte? Habt ihr denn keine Männer, die ihr abrufen könnt? Ihr wollt nicht, dass der Bannstrahler dort für Ordnung sorgt, denn danach gibt es keine Rostgruppe mehr. Gut. Was ist denn mit den Pfeilen des Lichts? Habt ihr da irgendeinen Anspruch drauf, Isaron? Könnt ihr die rufen? Nach der Udenberg-Geschichte. Insgesamt sind wir vielleicht 2 Dutzend. Also, nein. Ja. Und die Hälfte von uns ist mindestens immer auswärts. Dürftet ihr denn, aber als Bannstrahler dürft ihr denn keine einfachen Stadtwachen befehlen? Dürfen ist Auslegungssache. Können wird sich zeigen. Wie sieht's denn aus dort mit den Tempeln in Rostkuppel? Gibt es Tempel in Rostkuppel? Tatsächlich, 3 Stück. Borenanger St. Lucian. Dann gibt es den Pereine-Tempel der eingebrachten Ernte und einen Zar-Tempel des steten Wandels. Also gibt es nicht auch noch ein Armenhaus bestimmt dort? Oder gibt es so etwas hier nicht in den Städten? Das ist natürlich die Frage, ob es dann... also es gibt verschiedene Märkte, es gibt einen Medikus. Hier gibt es ein Armenhaus, meine ich. Das ist ein Medikus. Ach nee, Medikus. Also das Armenhaus, das liegt aber innerhalb der Stadtmauer, nicht außerhalb. Das ist ein ganz großer Unterschied. Vielleicht können wir uns beim Armenhaus Hilfe holen zur Organisation. Die werden bestimmt das unterstützen, dass wir auch dort draußen Essen spendieren wollen. Vielleicht haben die auch noch ein paar Ratschläge. Ja, und beim Pereine-Tempel vielleicht auch. Eingebrachte Ernte und so. Also ich bin dafür, wir besorgen uns ein paar... Ist hier ein Chortempel? Weiß es jemand? Es gibt mindestens einen Chortempel. Im Osten der Stadt, hinter dem Tor, wenn ich irgendwo muss der sein, hat der Ragnar mir erzählt. Na, dann holen wir uns einige Männer zum Absichern. Das dürfte auch bei der Rekrutierung helfen. Wenn man schon eine ordentliche Streitmacht dahinstellt, dann sind die Männer einfacher zu motivieren, als wenn sie die Ersten sind. Guter Gedanke. Meine, was kostet? So ein Söldner kostet ja nichts. Nicht für einen Tag, nein. Also, Ömer. Du besorgst Nahrungsmittel für die Leute. Okay, wie viel? Was soll ich versuchen zu besorgen? Und was machen wir da für Preisbedingungen fest?
Also ich kenne leider die Handelspreise nicht von Nahrungsmitteln in dem Sinne in der Stadt. Ich auch kennt nicht. Ihr die Handelspreise, was Roggen und sowas kosten würde? Weil Ragnar hat damals gesagt, er kennt sie mit Handelspreisen aus. Ich weiß, dass ich das nicht tue. Vielleicht, wenn ihr euch mit Iserun zusammentut und mal Piranha-Tempel nachfragt, können die euch sicherlich ein paar gute Konditionen aushandeln. Ihr dürft auch Ackerbau würfeln, wenn ihr wollt. Echt? Handel ist das richtige Talent, aber auch, ja. Nein, auch. Ich will Ackerbau. Handel ist das Talent, um wissen zu wissen, was wert ist. Darf ich handeln würfeln? Das ist natürlich, handeln ist natürlich auch okay. Ich freue mich aber immer, wenn Ackerbau geprüft wird. Ich auch, Frosty. Aber du hast natürlich recht, dass Handel auch das richtige Talent ist. Aber ich habe keinen Handel, ich habe keinen Ackerbau. Das muss ich dann haben. Iserun weiß es. Kiaras, was? Achso, Handel, ja gut. Ja, dann können Iserun und Kiaras können dann zumindest mal die Preise für Stein an Hafer, Getreide, was auch immer irgendwie ihr haben wollt, was essbar ist, könnt ihr dann zusammentreiben. Das Problem ist, dass die Ernten in den letzten Zeiten sehr schlecht sind und sehr viel verdorben ist. Vor allem eben auch das, was regional vertrieben wird. Die goldene Kornkammer von Aranien besteht nur noch zur Hälfte, weil die andere Hälfte Oron ist und die geben ihre Sachen nicht ab. Zudem wird gesagt, dass die Bauern wohl faul sind, die Abgaben gering, der größte Teil geht an die Krone. Vor allem, weil die dann eben auch in nächster Zeit, und das ist euch ja auch schon bewusst, eine Armee versorgen wollen. Das heißt, die haben da auch sehr viel abgezwackt und auf dem offenen Handel ist gar nicht mehr so sehr viel da. Ja, zudem wird dann auch noch Gerüchte zufolge, gibt es ein paar reiche Pfeffersäcke, die dann die Adligen auch betrügen und belügen. Ganz allgemein, die Preise für Nahrungsmittel sind angehoben. Dann finde mir heraus, wo diese Pfeffersäcke sind. Die haben bestimmt genug auf Lager. Okay, ich kann mich umhören, wer die Pfeffersäcke sind, wer da jetzt hier größere Mengen Roggen, Weizen, Korn, wie auch immer, gekauft hat. Ich fürchte, das gehört zur Garetter Stadtpolitik, in die man sich nicht ohne weiteres einmischen kann. Ja, ich fürchte. Auf den Straßen werde ich rausbekommen, welches Lagerhäuser die Dinge gebracht werden und wem die Lagerhäuser gehören. Aber auf die hohen Herren müsst ihr dann sozusagen mit dem Finger zeigen, das kann ich nicht. Ich fürchte, wir werden erst einmal zu Kollegen angehen und unsere Papiere geben lassen. Und dann werden sich ein oder zwei Beschlagnahmungen organisieren lassen. Wenn irgendjemand ihrer Majestät Steuern hinterzieht, müssen wir dahinter sein.